So, willkommen wieder zu einer neueren Folge von Let's Play Together FIFA 13. Wir spielen Levante UD oder UD Levante, wie man es eher im deutschsprachigen Raum kennt, gegen Hannover 96. Levante, das ist der Nils. Ja, servus. Also Schizo Fritzo. Ja. Und genau. Und ja, Hannover, das bin ich. Europa League. Mal gucken, wie es wird, während alle Knöpfe gedrückt sind. Ja. Und falls ihr dieses Spiel hier guckt, guckt euch unbedingt unser Barcelona gegen Benfica Lissabon an, vom vorherigen Tag, vom Mittwoch. Das war ein richtig geiles Spiel. Selten so ein geiles Let's Play FIFA gesehen. Ja. So, dann kann es weitergehen. Ja, Konan spielt, nicht der Tjuf? Ja, nein. Aha. Der hatte Sexaffären gehabt und war im Stripclub gewesen und hat nicht gezahlt und nicht, weiß nicht was alles. Ne? So, Hannover mit dem Anstoß. Chirundolo. Der war ein bisschen zu weit. Oh, aber direkt schnell rübergelegt wieder, wenn man den Ball abgefangen hat. Schmiedebach, der muss ihn jetzt noch reinbringen. Da hinten steht Jakunan und da wäre wahrscheinlich ein Diouf besser, weil er größer ist. Und einfach auch eher ein Kopfballspieler ist. Schön jetzt auch gesehen von Levante Juan Lu. Wenn ich ihn richtig ausspreche. Der wird wahrscheinlich auch eine Flanke bringen und die ist gar nicht mal so schlecht. Ja. 1:0 Gekas. Whip, whip. Theofanis Gekas. Ist doch der Gekas, ne? Ja, klar. Macht hier das 1:0 für Levante. Gibt sowieso viele Bekannte bei Levante. Aus der deutschen Liga. Da gehen wir dann gleich drauf ein. Oh, da kriegt er gegen den Fuß. Panda kann das nicht ordentlich machen. Navarro. Diop. Elsa. Der darf auch viel. 2:0. Verdammt, das ist überhaupt keine gute Abwehrleistung, was Hannover hier gerade bietet. 2:0 nach 9 Minuten. Dein Handicap haben die sich hier aufbauen lassen. Das ist ja Wahnsinn. Und Hannover braucht den Sieg. Oder? Ich bin mir da nicht sicher. Aber man braucht doch... Spitzenspiel zwischen Platz 1 und Platz 2. Beide schon durch. Ja, schön. Da haben wir Nils, unsere wandelnde Datenbank. Der hat komplett Transfermarkt im Kopf. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Au. Du brauchst irgendeinen Spieler reinschmeißen. Steffen Freund, der sagt dir, wann er Geburtstag hat, wo er gespielt hat, der weiß alles. Aber jetzt konzentriere ich mich auf das Spiel wieder. Bevor es hier 3:0 steht, fast. Oh. Und Ron-Robert Zieler ist natürlich sauer. Hammer. Aber man hat ja gerade gesehen, Hannover ist nicht komplett chancenlos. Ja, also da war schon ein, zwei Lichtblitze, meine ich, zu sehen. Und deshalb lassen wir mal das 2:0 hier so stehen. Was macht der denn da? Oh. Und warten wir einfach mal ab, was draus wird. Hin. Ja, aber gut. Lell, da, Christian Lell, auch bekannt. Vor allem von den Bayern bekannt, aber auch bei Hertha und auch bei Nürnberg hat er mal gespielt. Wurde von den Bayern zum, unter anderem halt zu Nürnberg ausgeliehen. Elsa, der Mann, der das Tor gemacht hat. Baquero. Gekas, scheiße, der ist schon wieder durch und er kann schießen. Boah. Oh mein Gott. Ron-Robert Zieler, der ist hier in höchster Bedrängnis. Ja. Und es steht 3:0 nach dieser Ecke. David Navarro. 3:0. Die werden hier abgeschossen gerade. Es ist auch schlecht verteidigt.
Sag niemals nie, aber 3:0 nach 24 Minuten, das ist sehr eindeutig. Juan Lu. Und das wird nicht einfacher für Hannover. Wurden eiskalt erwischt und Juan Lu bleibt den Ball besitzen. Jetzt gibt's ja schon wieder. Ich glaube, er hat auch zum ersten Tor hat seine Flanke geführt. So, jetzt Stindl. Eigentlich muss Lomka reagieren. Schön, Schmiedebach. Was macht er? Versucht selber, anstatt rüberzulegen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Jetzt Eckball. Das macht Panda. Der geht doch sehr Richtungstor. Aber Felipe. Wenn er da ruhiger bleibt, ja. Mal gucken, ob Slomka reagieren wird. 3:0 ist verdammt eindeutig. Aber es hat auch alles funktioniert hier bisher. Was sich Levante vorgenommen hat, da ist jede Chance direkt brandgefährlich gewesen. Und es ist höchst verdient. Juan Lu, der darf viel. Man lässt ihn viel zu viel. Und jetzt natürlich auch mal ein Weitschussversuch von Levante. Ja, und Hannover 96 wird reagieren, wird direkt umstellen. Ah. Im Sturm wird Diouf kommen, auf jeden Fall. Beim Stande von 3:0 ist das notwendig. Abschlag Hannover. Was denn? Und jetzt wird gewartet, bis der ordentliche Freistoß ausgeführt werden kann. Das wird jetzt eine Sache für Pinto. Und das war nicht ungefährlich. Der Kopfball war Hammer. Der war richtig schön. Ich weiß jetzt gerade nicht, von wem dieser Kopfball war. Vielleicht Husti. Vielleicht auch jemand anderes, man weiß es nicht. Ja, ich bin in der Mitte durch gewesen. Vielleicht was. Gerade auch überpassen. Diouf, erster Ballkontakt von ihm. Und direkt ein Fehler, und der ist ganz gefährlich, wenn da nicht Felipe aufpasst. Vielleicht doch grätschen sollen mal. Ja, für Levante ist es jetzt, wenn ich jetzt sage, ein einfaches Spiel, ist es unfair. Aber es ist auf jeden Fall deutlich einfacher als das, was jetzt Hannover vor sich hat. Denn die müssen noch mindestens 3 Tore schießen, um hier überhaupt zu einem Unentschieden zu kommen. Ey, war ein bisschen überhastet. So, Jakunan sieht da Panda. Es ist sehr nach außen gegangen. Er versuchen soll, den Ball irgendwie mitzunehmen, der Panda. In der Mitte dann mitzunehmen. Pinto mit der Ecke. Da hinten stieg einer hoch. Und Husti, der kann auch schießen. Aber leider so nicht. Oh, was macht der da? Schön mit dem Fuß noch dazwischen gestellt. Oh, und was für eine Ballannahme, aber auch was für ein schönes Spiel hier von Hannover. Also an der Linie. So, und die erarbeiten sich jetzt auch ein paar Chancen. Man merkt schon, die Umstellung hat auf jeden Fall ein bisschen was bewirkt. Und jetzt gibt es einen Foul. Levante muss jetzt auch nicht mehr so offensiv spielen. Die können sich jetzt eher aufs Verteidigen konzentrieren und auf die Fehler, die Hannover macht. Denn die werden sie machen, definitiv. Wie zum Beispiel jetzt gerade dieser unnötige Ballverlust, der dann zu dem Einwurf führte. Und jetzt ist man da durch, plötzlich kann schießen. Oh. Verdeckter Schuss, Zieler im Bedrängnis. Abschlag und Halbzeit hier. Verrücktes Spiel. Hannover 96 liegt 3:0 zurück gegen Levante.
Ich glaube, nach 20 Minuten stand es 13-0. Dann haben sie sich gefangen, es wurde umgestellt. Wir gucken uns die Spielstatistik an. 5:5 Schüsse von Hannover, 8:7 von Levante. Überhaupt kein schlechtes Spiel. Eigentlich, wenn man so die Statistiken reinsieht. 87% Schussgenauigkeit bei Levante, 100 natürlich bei Hannover. Aber beide spielen sehr Pass, mit einer sehr hohen Passgenauigkeit. Wir geben ab in die zweite Halbzeit. Oh. Die jetzt beginnt. Hannover jetzt mit einem 4-4-3 unterwegs. Und Juff ist dabei. Aber solange kein Tor fällt, hat Levante auch gar keine Angst vor irgendwas. Oh, Philippe hier ans Tor. An den Pfosten. Schlaudorff, Jan Schlaudorff! Oh, von dem hat man noch gar nichts gesehen, aber das war super, was er da gemacht hat. Pinto mit der nächsten Ecke. Die ist auch noch nicht drin. Diouf hat es da versucht. Also Hannover hat seine Möglichkeiten und Levante hat ihre total effizient, sehr effektiv ausgenutzt. Man merkt, dass Hannover anfällig ist hinten. Aber ist ja auch klar. Die wollen jetzt nur Tore machen. Weil genügend Gegentore haben sie bekommen. Da ist jetzt im Endeffekt egal, ob es dann 4-5 werden. Die werfen jetzt alles nach vorne. Und man hat noch einen Abdellaue auf der Bank. Schön, Schlaudorff. Ach man. Die Flanke findet leider keinen Abnehmer. Der nächste Eckball. Wieder Panda. Und irgendwann müssen diese Ecken auch mal drin sein. Die Juff war das, der da übers Tor geköpft hat. Der. Oh, sehr schön. Zurück zum Torwart ist hier die sichere Möglichkeit. So, das hat Zieler gut gemacht. Und Schlaudorff. Über ihn geht jetzt deutlich mehr. Aber was schlecht ist, man versucht es vor allem über außen. Geht nicht so sehr über die Zentrale. Und das ist dann auch einfach zu verteidigen am Ende, im Endeffekt für Levante. Und das war nicht ungefährlich. Ja, Kunan. Ja, und da sieht man schon. Nein, da nicht hin. Huschti! Hat da gut mitgespielt, hat sich da gut um sich selber gedreht. Wäre das hier ein ganz normales Spiel ist mit 0-0 stehen, wenn wir sagen, dass Hannover hier deutlich die bessere Mannschaft ist. Aber das Problem ist, es steht nicht mehr 0-0, sondern Hannover liegt 3-0 zurück und muss was bringen. Im Moment fehlt dieses eine Tor. Vielleicht fängt dann so ein Tor Reigen dann mal an. Schirundolo, Schlaudorff. Oh, der kommt durch. Und das... Oh. Eckball? Nein, Abschlag, weil die Juft dran war. Der macht viel, aber... Naja, viel bei rumgekommen ist jetzt nicht. Seine Kopfbälle gehen eigentlich nicht richtig aufs Tor, eher drüber. Vielleicht ist da noch ein Abdellaue jetzt eine Möglichkeit. Vor allem für Jakunan, der mir gar nicht mehr gefällt. Ah, scheiße, ey. Das wird jetzt auch sein, das wird jetzt eine weitere Option sein, die geschaltet wird. Ja, Jakunan raus und... Abdellaue bringen und auf der linken Seite Stindl raus und Konstantin Rausch nochmal bringen. Nochmal frische Männer. Das braucht Hannover jetzt
in diesem so schwierigen Spiel, in diesen letzten 18 Minuten. Oh, was für ein weiter Abschlag. Schön schlau drauf. Das muss ein Eckball geben für Hannover. Boah. Jetzt wird gewechselt. Der Wechsel wird vollzogen. Wie schon gesagt, Abdelau und Rausch kommen, Stindl und Jakuna angehen. Und Panda mit der nächsten Ecke. Und da steht Diouf komplett alleine. Da muss viel mehr rauskommen. Also, das sieht man jetzt auch in Slomkas Gesicht. Der ist nicht sehr zufrieden mit seinem Stürmer. So, jetzt wieder der Konter von Levante, die sich seitdem, ja, man kann eigentlich sagen, seit dem Tor fast zurückgelehnt haben. Ich glaube, es gab nur noch eine einzige Chance. Rausch. Und Abdelau kommt da gar nicht hin. Wir sind schon in der 80. Also wäre dieses Tor, was wir hier noch nicht haben, früher gefallen, würde ich ja sagen, dass Hannover eine Chance hätte. Aber jetzt, in dem Moment gerade, sind sie weg. Haben dieses Spiel verloren. Und dann so ein Pass auf Rausch, der damit gar nichts anfangen kann. Levante setzt nach, das war kein Foul. Das war ein schöner Pass auf Diop. Der da natürlich auch jetzt das Individuelle zeigen möchte, weil er kann es jetzt zeigen, weil so im Spielstand wird da keiner was sagen. Huschti. Das ist für mich ein Foul. Weil da nimmt er eine Verletzung in Kauf, auch wenn er den Ball spielt. Was mache ich denn da? Und Diouf, wir sind schon in der 90. Oh Mann, ey. Oh, traumhaft. Levante nochmal mit so einer Kombination. Gekas, der hat nochmal Power. Oh. Der wird nochmal von Felipe angegangen. Braucht viel zu lange, um zum Abschluss zu kommen. Jetzt hätte ja fast 4:0 gestanden. Aber das wäre auch viel zu hoch. Also, das 3:0 ist schon sehr hoch, weil Levante ja wirklich alles getroffen hat, was sie an Chancen hatten. Das Spiel ist zu Ende. Levante gewinnt gegen Hannover mit 3:0. Wir haben hier noch Schlimmeres erwartet nach 20 Minuten. Aber danach hat Hannover ordentlich gespielt, aber Levante auch ordentlich verteidigt. 25 Minuten lang war Hannover nicht auf diesem Spielfeld, stand neben sich und somit verliert Hannover auch irgendwie zurecht. So ist Fußball nun mal. Wir gucken uns die Spielstatistik an. Und diese Spielstatistik sagt Folgendes. 10 zu 6 Schüsse Hannover, 10 zu 8 von Levante, 52% Ballbesitz Levante, 80% Passgenauigkeit, aber 78% dafür bei Hannover. Das war schon ein schönes Spiel eigentlich. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin. Ja, bis dahin war halt für entschieden das Spiel.